Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir haben in der letzten Folge das Tor zum Paradies Stufe 1 erfolgreich abgeschlossen mit einer Gruppe. Wir wurden ein bisschen gehatet, weil wir die Zwischensequenzen nicht übersprungen haben. Boah, euch zuliebe habe ich das natürlich in Kauf genommen. Ja, wurde noch gesagt, ja, guckt dir die Zwischensequenzen auf YouTube an. Ja, aber wenn es jemanden gibt, der das für YouTube aufnimmt, dann kann man sich die auch nicht angucken. Deswegen, ja, haben wir es natürlich durchgezogen. So, Professor Fahrhardt möchte nochmal mit uns sprechen. Ich habe dich erwartet. Wie bereits gesagt, haben die Ritter ihre Majestät ein Anliegen für dich. Darin steht, dass eine große Anzahl Dämonen in der Chaoslinie erschienen. Sie benötigen deshalb viel Verstärkung. Ich eilte als Ratgeber ebenfalls her, die Chaoslinie liegt direkt vor dir. Möchtest du den Eingang überprüfen? Ja, überprüfen wir einmal, haben wir. Hast du ihn überprüft? Die Mond- und Sonnenritter wehren die Dämonen ab, doch es stürmen so viele von ihnen hervor, dass es schwierig ist. Wahrscheinlich brauchen wir dich deshalb. Wie stark du auch bist, ungeschützt solltest du einen Ort voller Chaos und Risse nicht betreten. Ich erstelle eine Schutzmarke für dich. Während ich die Schutzmarke erschaffe, musst du die dämonische Energie beseitigen, die in den Billion-Ruinen geströmt ist. Ist eine wöchentliche Quest, müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Erlange den Klangstein von den in Energie gehüllten. Besiege die Dämonen, die auf der Chaoslinie eingefallen sind. Ja, müssen wir mal gucken, ob das klappt. So, wir können... Okay, also benutzen können wir es nicht. Wir haben es im Inventar. Mal gucken, was passiert. Okay, wir sollen hier auf der ganzen Linie einmal entlang. 8% haben wir. Wir suchen uns natürlich große Gruppen, damit sich das irgendwie lohnt. Hier zum Beispiel. Auch ein paar stärkere Gegner direkt mit dabei. Oh, guck mal, hier haben wir sogar noch einen für den Abenteurer-Kollianten. So, sehr schön, das wird aktualisiert. 20% haben wir. Der ging in die Leere. Ich würde den hier noch ganz gerne ausschalten, den Kommandanten. In der Hoffnung, der hat ein paar mehr Marken für uns. Ja, weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Wir kämpfen uns mal weiter durch. Ja, kommt alle mal her. Okay, 50% haben wir gleich voll, Leute. Ich habe sich so viel gebracht bei den paar Gegnern. So, 52% haben wir. Ja, wir machen weiter, bis wir die 100 voll haben.
Guck mal, was dann passiert. Aber eigentlich wäre es sogar besser, sich hier nur um die kleinen Gegner zu kümmern. Aber die großen kommen halt immer mit dazu, deswegen. So, 64%. Ist halt auch nicht so schön, gegen die zu kämpfen, finde ich. Weil die immer von einer Ecke zur nächsten sich teleportieren. So, 66% haben wir. Ja, dauert ein bisschen, bis wir hier die 100 voll haben. Komm mal her. Geht tatsächlich irgendwie ein bisschen schneller mit den Random Mobs. Das ist eine einsame Fee gerade. Mal gucken, ob die irgendwas macht. So, 80%. Geh mal hoch. Hallo. Ist da irgendwas? Nö, passiert nichts. Der Kommandant, der scheint sogar ein bisschen stärker zu sein. Schade, da wurde unser Wirbelsturm wieder abgebrochen. So, 94%. Was haben wir jetzt? Ja, 94% immer noch. Okay, gucken wir hier nochmal. Was haben wir hier so für Gegner? Kommt mal her. Zeigt euch mal. So, wir haben die 100% voll, liebe Leute. Das heißt, wir gehen hier mal ein bisschen raus, dass wir uns teleportieren können. Ah, das wird doch schon wieder nix. Okay, irgendwo müssen wir kurz einen Ort finden. Am besten gehen wir mal zum Triporter. Ich glaube nicht, dass wir da angegriffen werden. So, und reisen hier hin. Kann wöchentlich scheinbar wiederholt werden. Wir gucken mal, was wir jetzt von dem Professor hier bekommen. Was ist hier? Da haben wir nochmal was von der Beziehung bekommen. Von Nineveh. Und integrierten Dungeon betreten. Chaos Dungeon, Abgrund Dungeon. Achso, können wir das von hier aus starten oder wie?
Abkürzung. Ah ja, okay. Ich verstehe. Ihr Tor zum Paradies, Stufe 2. Ist das jetzt Stufe 2 hier? Nee. Mehr der Trägheit. Ja, das müsste dann ja das hier sein. Was wir als nächstes machen sollen. Stille Carcosa. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, die dämonische Energie hat hier stark abgenommen. Schreite nun mit der Schutzmarke, die ich dir gab, durch den Eingang. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Alles klar. Was haben wir bekommen? Geisterbeschwörungsholzblock. Ein paar Silbermünzen. Und Schutzmarken vor allen Dingen. Ein Kartenpaket haben wir hier noch. Öffnen wir mal kurz. Ima kommt raus. Ima. So, Kartenkatalog, genau. Alles klar, lass uns mal kurz auf die Karte gucken, ob wir jetzt hier noch eine Quest offen haben. Hier ist gerade nichts. Kandarias Territorium, hier haben wir noch was. Zwei Quests sogar. Ja, machen wir uns mal von hier aus auf. Um die natürlich auch zu erledigen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir in der nächsten Folge dann vielleicht nochmal das Tor zum Paradies angehen, die Stufe 2. Ich hoffe nicht, dass wir die Stufe 3 dann auch noch machen müssen. Ich kämpfe nicht gerne mit anderen zusammen, auch wenn es ein MMO ist. Ja, wenn man sich nur ein bisschen anders verhält, als es in Anführungszeichen normal ist, wird man gleich geflamed und gehatet. So wie einfach Zwischensequenzen anschauen. Ja, die Leute haben einfach keine Geduld. Aber wir machen das Ganze hier natürlich auf das Let's Play. So, schauen wir mal. Was ist hier los? Borak. Aua, bitte schlage mich nicht. Ich bin ein guter Goblin. Bitte, ich hab doch Gnade. Warte mal, du willst mich gar nicht hauen, oder? Ich danke dir, dass es so jemanden noch gibt. Warum hältst du dich in der Nähe des Dorfes auf? Ah, richtig, ich sollte mich einmal vorstellen. Ich heiße Borak. Ich bin ein umherziehender Goblin. Ich kam her, weil meine Brüder meinten, man würde mir hier erlauben, eine Menge Geld zu verdienen. Aber von wegen, egal wo ich auftauche, man verprügelt mich. Warum passiert das nur? Ach, es tut weh. Da, wo mich der Ork gestern geboxt hat, tut es immer noch weh. Weißt du, was hier vor sich geht? Was, im Ernst? Nein, auf keinen Fall, niemals. Was soll das heißen, Entführungen? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Sieh mich an. Wie sollten wir Silvaner entführen, die viel größer sind als wir? Solch üble Gerüchte kann doch nicht einfach so stehen gelassen werden. Ich werde zurückgehen und meine Brüder bitten, herauszufinden, was hier vor sich geht. Also, was ist los? Ich habe mich verirrt. Könntest du mich wohl dorthin bringen, wo meine Brüder sind? Bitte. Doch zuerst, mich plagt ein leichter Hunger. Da drüben schnappen wir uns etwas Obst und los geht es. Ja, das Ganze haben wir hier ja schon abgeschlossen. Also wir wissen, dass die Goblins es nicht waren. Sondern dass hier die schwarzen Ritter für das Ganze verantwortlich sind. So, liefere das Obst an Borak. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier schon erledigt haben. Guck mal. Nee, scheinbar nicht. Jetzt haben wir es aber. So, der kommt doch bestimmt noch hinterhergerannt. Na klar. So, dann reden wir mal mit ihm. Das ist es nicht. Was ist es dann? Nein, es bedeutet, dass du richtig tolles Obst gepflückt hast. Bedeutet das, dass Erwachsene anders sind? Möchtest du dich etwa beschweren? Nein, überhaupt nicht. Keine Beschwerden. Du bist wirklich fantastisch. Das war damit gemeint. Jetzt, wo wir unsere Nahrung haben, sollten wir zum Dorf gehen. Richtig, es gibt rund um unser Dorf eine Menge Trolle. Sie wollen nichts lieber als Goblins zu schnappen und zu fressen. Ich habe etwas magisches Pulver dabei, das sie schlafen legen wird. Nutzen wir das, um sie vorsichtig zu umgehen. Ja, müssen wir mal gucken. Schleudere Boraks Schlafpulver gegen die Trolle. Okay. Scheinbar reicht das. Bin ich dieses Mal wieder gescheitert? Der ist ganz schön stark. Warum ist der Ork nicht eingeschlafen?
Ach, tut mir leid, vielleicht ist die Qualität futsch, weil ich es so schon so lange bei mir habe. Ich wollte keinen Ärger machen oder so, bitte glaube mir. Außerdem sind wir da. Ich gehe vor, um meine Brüder zu finden. Sieh dich ruhig in Ruhe um. Richtig, da drüben. Kannst du unser mitgebrachtes Obst bitte in die Obsttruhe legen? Man sieht sich dann gleich. Ja, natürlich in die Obsttruhe, wo eine Menge Ogre und Trolle rumrum stehen hier. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wieso haftet Blutgeruch an der Obsttruhe? Zerstöre das Gefängnis, in dem die Leute eingesperrt sind. Okay, da unten ganz. Machen wir hier unten mal direkt weiter. Dreimal das Ganze. Und fertig. Dann können wir, glaube ich, zum Ogerdorf oder Trolldorf zurück, Goblindorf, wie auch immer. Eines dieser wunderbaren Fabelwesen. Ich danke dir so sehr, lieber Ritter. Ich dachte, ich würde als Futter für die Goblins oder Spielzeug für die Orks enden. Ich hatte bereits Pläne, mein Leben und das meiner Tochter zu beenden, nur für den Fall. Es war falsch von mir aufzubrechen und meinem Mann dabei helfen zu wollen, die Goblins nahe des Dorfes zu vertreiben. Ich hätte zu Hause bleiben und meine Tochter beschützen sollen. Nur meinetwegen schwebt sie jetzt in Gefahr. Ist dein Ehemann zufällig ein junger Mann namens Baden? Woher weißt du, wie mein Ehemann heißt? Hat er dich etwa hergeschickt? Er hat voller Sorge nach dir und deiner Tochter gesucht. So ein Dummkopf. All das für jemanden, der nicht einmal zuhört. Puh, dies ist keine Zeit für Gefühle. Ich muss rasch zum Dorf zurückkehren, wo mein Ehemann wartet. Wirklich, ich danke dir so sehr. Ich werde dir diese Güte nie vergessen. Okay. Dann können wir jetzt hier hoch. Und schließen die Quest dann mal ab mit dem verlorenen Goblin. Und dann ist hier unten noch eine. Die werden wir uns dann auch nochmal schnappen. Oh, du bist gekommen. Danke, dass du nicht vergessen hast, meine Familie zu retten. Ich hatte so darum gebetet, dass sie nicht von den Goblins entführt würden. Wäre das der Fall gewesen, wären sie als Nahrung geendet. Ich bin so erleichtert, dass beide sicher zu mir zurückgekehrt sind. Diese Güte werde ich dir niemals vergessen. Dürfte ich erfahren, wie du heißt? Mein Name ist Torus. Torus. Torus, was für ein schöner Name. Der Name, wir werden ihn niemals vergessen. Wir werden ihn sicher späteren Generationen beibringen. Möge Regulus mit dir sein. Okay, die Entführten haben wir jetzt hier abgeschlossen, alle Quests und damit auch alle Erfolge. So, wir widmen uns der Quest nochmal. Da laufen wir natürlich auch einmal schnell durch. Okay, Catherine. Oh, so treffen wir uns wieder. Es erscheint sicher merkwürdig, dass ich hier alleine bin, wo alle weg sind, nicht wahr? Selbst wenn ich mitgehen würde, was könnte jemand wie ich schon tun? Ich habe hier zu den Göttern gebetet für First Tiger und Fräulein Lilly. Das erinnert mich an die Neuigkeiten, die ich gehört habe. Anscheinend ist Fräulein Lilly zurückgekehrt. Ich weiß natürlich, dass das nicht richtig ist. Ich bin sicher, die Dorfbewohner sind First Tiger und Fräulein Lilly gegenüber misstrauisch. Er hat seine Tochter so sehr geliebt, diese Gefühle kann ich verstehen. Wie geht es Heiger? Fürst Heiger kümmert sich um Fräulein Lilly. Doch seit diesem Tag hat er das Anwesen nicht mehr verlassen. Was kann nun geschehen sein? Nun ja, Fräulein Lilly wird meine Hilfe brauchen. Fürst Heiger weiß nichts über die Erziehung eines Kindes, also muss ich mich schnell vorbereiten. Er wird mich sicher bald zu sich rufen. Falls du das Anwesen besuchst, sieh bitte nach Fräulein Lilly, sie ist ein ganz wunderbarer Mensch. Gut, dann reisen wir noch mal schnell und ja, laufen mal zum Anwesen.
Remake nehmen wir nochmal auf uns. Haben wir ja schon mal gemacht. Im First Tigers Anwesen waren wir auch schon mal. Da hatte sich dann nachher herausgestellt, dass er mit den Dämonen halt zusammengearbeitet hat, damit seine Tochter wiederbelebt wird. Die war nämlich leider gestorben. Ja, hier können wir auch ganz locker floppig durchlaufen. Hier haben wir uns unter der Erde durchgegraben damals. So ein bisschen inkognito. Da haben uns diese ganzen Elementare und Golems gar nicht gesehen. So, da sind wir auch schon. Gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir nochmal First Tigers Anwesen betreten. Und dann werden wir nochmal gucken, ob wir die Tochter Lilly treffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal.